Catherine Markov verrät, so war es mit Heidi am GNTM-Set. Sie äußert sich ehrlich, Catherine Markov konnte im Rahmen von Germany's Next Topmodel für einige Wochen ihr Können unter Beweis stellen. Doch in der aktuellen Folge überzeugte sie wohl nicht genug und Heidi Klum, 49, verabschiedete sich von der Flensburgerin. Doch das fiel der Modelmama augenscheinlich alles andere als leicht. Im Talk mit Promiflash äußert sich Catherine nun, so empfand sie Heidi am GNTM-Set. Hat ihr Freund Probleme mit ihrer Freizügigkeit? Punkt. Catherine Markov konnte bei Germany's Next Topmodel lange überzeugen, doch in der aktuellen Folge hieß es dann, Modelmama Heidi Klum, 49, hat kein Foto für sie. Im Rahmen der Show mussten die Nachwuchsmodels die verschiedensten Runways und Shootings absolvieren. Bei vielen davon tragen die Beauties nicht gerade viel Stoff auf ihrer Haut. Für so manchen Angetrauten stellt das womöglich ein Problem dar. Aber wie sie gegenüber Promiflash verrät, nicht für Katharines Freund. Im Talk mit Promiflash schildert die 20-Jährige, über die Freizügigkeit bei GNTM haben ich und mein Freund gar nicht geredet. Für ihren Liebsten sei es stinknormal, dass seine Freundin viel Haut zeigt. Denn auch privat liebe es die Flensburgerin, sich recht freizügig zu kleiden. Für ihn ist das kein Problem. Ich glaube, falls doch, dann hätte er die falsche Freundin, ergänzt Catherine. Vielmehr zerbrach sich ihr Partner wohl darüber den Kopf, dass seine Angetraute in der aktuellen Folge mit panischer Angst zu kämpfen hat. Das Unterwasser-Shooting stellte für die Beauty eine große Challenge dar. Ich habe mich ganz schrecklich im Becken gefühlt, weil ich wirklich panische Angst vor dem Tauchen habe, meint das Nachwuchsmodel.